Hallo und herzlich willkommen zu der Videonähanleitung für den Parker Regenzauber. Bei Malina-Schnittmustern musst du nicht alle Größen ausdrucken. Du hast die Möglichkeit, nur die benötigten Größen auszudrucken. Wie du das machst, siehst du auf Seite 5. Wenn du einen Beamer hast, haben wir dazu das passende Schnittmuster für eine Beamer-Datei. Achte beim Zuschnitt auf den Fadenlauf, damit das Stück später besser sitzt. Bei dem Schnittmuster hast du die Möglichkeit, die Jacke auf verschiedene Art und Weise zu nähen. Achte beim Zuschnitt darauf, dass du nur die benötigten Teile ausdruckst und schneidest. Welche das sind, findest du ganz gut im E-Book auf Seite 9. Mit dem Schnittmuster hast du die Möglichkeit, die Belege auch selbst zu erstellen. Hast du keine Lust darauf, druck sie einfach aus. Wenn du selber mal probieren möchtest, siehst du eine ausführliche Nähanleitung ab Seite 11. Dies kannst du dann auch für andere Schnittmuster nutzen. Für den Saum brauchst du ca. 3,7 cm. Dafür nimmst du das benötigte Schnittteil und setzt Markierungen 3,7 cm oberhalb der unteren Linie. Schon hast du den Saumbeleg fertig. Damit du später schneller beim Nähen bist, empfehlen wir dir gleich von Anfang an die Markierungen mit zu übernehmen. Diese sind auf unserem Schnittmusterblatt für den Tunnelzug, für die Ösen, die Markierung für die Knopfleisten auf den Vorderteilen und außerdem empfehlen wir dir auch den Stoff zu verstärken, damit später nichts ausfranst oder die Ösen sich zum Beispiel nicht lösen. Dazu gibt es zum Beispiel Wunderdots. Außerdem ist es sehr empfehlenswert, alle Kombistoffelemente mit einem Nahtband zu verstärken. Dadurch verzieht sich der Stoff nicht und du hast es einfacher beim Nähen. Fangen wir an mit den Taschenklappen. Natürlich nur, wenn du welche haben möchtest. Lege die beiden Teile rechts aufeinander und vernähe die drei Seiten miteinander. Schneide vorsichtig die Nahtzugabe an den Ecken bis kurz vor die Naht ein. Wende die Taschenklappen auf die rechte Seite und steppe dann diese knappkantig ab. Positioniere die Taschenklappen auf das Vorderteil Teil 1. Die Markierung dafür findest du auf dem Schnittmusterblatt. Damit du es einfacher hast und die Taschenklappe nicht verrutscht, kannst du es zum Beispiel mit einem Trickmarker fixieren oder eine Hilfsnaht setzen. Bevor du final vernähst, nehmen wir erst den Taschenbeutel. Lege die beiden Teile rechts aufeinander und schließe die Rundung und eine Seite. Achte darauf, dass du oben die Nahtzugabe nicht mit vernähst. Lege den Taschenbeutel auf das Vorderteil Teil 1. Die Taschenklappe sollte bedeckt sein. Stecke die obere Kante vom Taschenbeutel, der nach rechts auf links auf das Vorderteil liegt, fest. Klappe nun den Taschenbeutel auf und prüfe, dass du die andere Taschenbeutelkante nicht mit eingefasst hast und damit die Möglichkeit hast, in die Tasche reinzugreifen. Klappe nun die Nahtzugabe um, damit diese beim Vernähen nicht mit angenäht wird. Lege die nicht eingefasste Taschenbeutelkante rechts auf das Vorderteil Teil 2 und nähe dieses fest. Nun legst du die beiden Vorderteile rechts aufeinander und vernähst diese. Aber Achtung, nicht komplett durchnähen. Achte darauf, dass der Taschenbeutel nicht mit angenäht wird. Wenn du es vernäht hast, kannst du knappkantig absteppen. Dies wiederholst du natürlich auch für die andere Seite. Wenn du ohne Taschenklappe genäht hast, hast du vorne jetzt nur noch einen Eingriffsschlitz.
Kommen wir zum Rückenteil. Bringe als erstes die Ösen nach Herstellerangaben auf die markierten Stellen für die Ösen an. Lege danach die beiden Teile rechts aufeinander und schließe den Saum. Wende das Stück und du kannst es knappkantig absteppen. Wie lang deine Kordel wird, kannst du selbst entscheiden. Wie ich meine Länge berechnet habe, siehst du gerade im Video. Stecke nun das Kordelband in die Ösen und befestige es an den Seiten. Fixiere die Kordelenden mit einer Naht. Stecke nun unter das Rückenteil oben, das Rückenteil unten, links auf rechts. Orientiere dich dabei an der Markierung für den oberen Tunnelzug. Achte aber auf eine Nahtzugabe. Nähe anschließend entlang der markierten Linie. Ein kleiner Tipp von mir, damit das Kleidungsstück später sauberer aussieht, versäubere ich gerne alle Seitenkanten. Weiter geht's mit dem Kapuzenkragen. Lege die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander und vernähe alle drei Seiten. Schneide anschließend die Ecken vorsichtig bis knapp vor die Naht ein. Dadurch erhältst du später schönere Ecken. Wende anschließend und steppe knappkantig ab. Kommen wir zur Kapuze. Lege die beiden Kapuzenteile rechts aufeinander und nähe diese zusammen. Wiederhole diesen Vorgang auch für die Innenkapuze. Stecke nun den eben vernähten Kapuzenkragen links auf rechts auf die Außenkapuze. Achte aber darauf, die Nahtzugabe an den Enden freizulassen. Wenn du alles gut zusammengesteckt hast, stecke anschließend die beiden Kapuzenteile, also die Innenkapuze, rechts auf rechts aneinander und vernähe die Vorderseite der Kapuze. Wende nun die Kapuze und steppe knappkantig ab. Kommen wir nun zum Hauptteil. Lege die beiden Vorderteile rechts auf das Rückenteil und schließe die Schulternähte mit einem Geradstich. Klappe die Nahtzugabe anschließend auseinander und steppe diese nun knappkantig ab, damit die Naht später nicht absteht. Schließe nun auch die Seitennähte mit einem Geradstich zu. Klappe auch hier die Nahtzugabe auseinander und steppe anschließend knappkantig ab. Machen wir nun mit den Ärmeln weiter. Schneide dazu ein Gummiband, ca. 2,5 bis 3 cm breit, je nachdem, was du selber für Vorlieben hast, zu. Und die Länge solltest du aber selbst bestimmen, da es sehr von der Dehnbarkeit des Gummis abhängt. Wichtig ist nur, dass das gedehnte Gummiband mit der Länge des Ärmelsaums übereinstimmt. Lege das Gummiband kantenbündig auf der linken Seite des Ärmels an und nähe das unter einer Dehnung fest. Schließe nun die Seiten des Ärmels rechts auf rechts und klappe anschließend die Nahtzugabe auseinander. Klappe nun die Gummibreite einmal um und stecke diese fest. Steppe anschließend ab. Wird der Ärmel an der Jacke festgesteckt. Im ersten Schritt steckst du die Ärmelnaht auf die Seitennaht des Oberteils flach aufeinander. Verteile anschließend den Ärmel gleichmäßig in der Armkugel. Wenn du alles gut festgesteckt hast, vernähe alles. Wiederhole diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Kommt die Kapuze. Die Kapuze wird zuerst in der Mitte des Rückenteils fixiert. Danach steckst du die Kapuze von der Mitte aus nach rechts und nach links fest.
Wichtig ist, dass du beim Feststecken die Knopfleiste umklappst. Lege das Kapuzenende darauf. Das machst du auch auf der anderen Seite. Anschließend vernähst du alles miteinander. Wende dann die Knopfleistenecken nach außen. Jetzt kommt der Beleg. Vernähe zuerst die einzelnen Belegteile an der Seite. Lege anschließend diesen langen Beleg an deine Jacke an. Achte darauf, dass die Seitennähte sich treffen, damit die Optik anschließend stimmt. Der Beleg liegt nun rechts auf rechts auf deiner Jacke. Als erstes vernähst du die Seiten. Anschließend klappst du die Knopfleiste um. Verteile nun den Beleg gleichmäßig an deinen Jackensaum. Beachte nach wie vor, dass die Seitennähte aufeinander liegen müssen. Und vernähe alles miteinander. Wende nun die Jacke und steppe alle Seiten, die Knopfleiste und den Saum knappkantig ab. Jetzt musst du nur noch die Anorak-Druckknöpfe befestigen. Die Druckknöpfe befestigst du nach Anleitung des Herstellers. Wie viele Knöpfe du benötigst, das bleibt dir ganz allein selbst überlassen. Achte aber darauf, dass diese gleichmäßig verteilt werden. Dein Regenzauber-Anorak nicht gefüttert mit Druckknöpfen wäre jetzt fertig. Für eine Jacke mit einem Reißverschluss benötigst du eine fast fertig genähte Jacke. Bei der ungefütterten Variante ohne Saumbeleg, bei der gefütterten Jacke ohne Fütterung. Einen Reißverschluss und einen Zuschnitt für den Kinnschutz. Fangen wir mit dem Kinnschutz an. Lege die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander und schließe die Seiten. Wende das Stück und steppe knappkantig ab. Wenn die Jacke später richtig schließt, muss der Reißverschluss genau positioniert werden. Lege dazu den Reißverschluss kantenbündig zur Jacke an. Markiere dir die Stellen am Reißverschluss, an denen die Nähte liegen, damit die Kanten sich später dort treffen können. Beachte, dass das Reißverschlussende etwa 1 cm höher als der Jackensaum liegen sollte. Weil beim Vernähen schnell mal was verrutschen kann, benutze ich gerne Wondertape zum Fixieren des Reißverschlusses. Damit verrutscht dann später nichts mehr und der Reißverschluss kann ohne Probleme öffnen und schließen. Ganz wichtig, stecke den geöffneten Reißverschluss vom Jackensaum nach oben fest. Beachte beim Feststecken, dass der Reißverschluss die Markierung genau trifft, die du vorher gesetzt hast. Damit du oben einen schönen Reißverschluss hast, musst du das Reißverschlussende leicht nach innen ziehen. Anschließend vernähst du alles miteinander. Auf der linken Seite kommt aber der Kinnschutz hin. Wenn du den Kinnschutz positionierst, achte darauf, wie beim Schnittmusterblatt entsprechend vorzugehen. Klappe den Kinnschutz um die obere Kante deines Reißverschlusses um.
und vernähe anschließend alles miteinander. Fertig ist dann Reißverschluss. Prüfe erstmal, ob der Reißverschluss sich schließen lässt und wenn ja, kannst du alles knappkantig absteppen. Fertig bist du mit der Jacke mit dem Reißverschluss. Möchtest du jetzt noch deine Jacke füttern? Gehe wie folgt vor. Bereite eine Außenjacke und eine Innenjacke vor. Wichtig bei der Innenjacke ist es, eine Wendeöffnung nicht zu vergessen. Am besten fügst du diese in eine Seidennaht unter den Ärmel ein. Bei der Außenjacke nähst du das Oberteil oben nur halb gefüttert. Das siehst du beim Zuschnitt auf Seite 10. Und auch die Ärmel werden vorerst nicht umgeklappt. Das Gummiband sollte aber bereits angenäht sein. Lege die beiden Teile rechts aufeinander und schließe den Halsausschnitt und die Seiten. Achtung, der Saum bleibt aber erstmal offen. Lege nun die Jacke so hin, dass du die Hälfte von der Außenseite und die Hälfte von der Innenseite siehst, so wie bei mir auf dem Bild. Klappe nun den Ärmel von der Innenjacke einmal um, so wie ich das mache. Lege die Ärmel von der Außenjacke rechts auf die Ärmel der Innenjacke. Beachte, dass die Seitennähte dabei aufeinander liegen sollen. Verteile nun den Ärmelsaum gleichmäßig und nähe alles miteinander zusammen. Wende nun die Jacke auf die rechte Seite und klappe den Ärmelsaum um die Gummibreite um. Stecke alles gut fest und steppe das umgeklappte Gummiband anschließend fest. Wiederhole das auch für den anderen Ärmel. Nun die Innenjacke rechts auf die Außenjacke und schließe den Saum. Jetzt bist du fast fertig. Wende nur noch die Jacke durch die Wendeöffnung, schließe anschließend die Öffnung und steppe alle Kanten knappkantig ab. Und du bist fertig mit der gefütterten Jacke. Wir hoffen, du hattest Spaß, mit uns zusammen die Jacke zu nähen. Wir freuen uns auf weitere Projekte mit dir. Abonniere dazu doch unseren Channel und lass uns einen Kommentar da, was dir geholfen hat und was wir noch besser machen können. Bis bald. Tschüss.